Hallo, liebe Leute. Also, jetzt gleich kommt Thorstens BMX-Video. Wurde ja angefragt, er sollte ja mal seine BMX-Räder filmen und da hat er mal mit seiner Kamera, hat mir das vorbeigebracht. Jetzt lade ich das einfach mal so hoch. Hinterher sind noch so ein paar Fotos gemacht worden. Die sind alle in sehr schlechter Qualität. Auch das Videomaterial ist nicht so berauschend, ehrlich gesagt, weil es ist halt keine GoPro. Es ist halt nicht die beste Kamera. Aber vielleicht habt ihr trotzdem Spaß dran oder so. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Thorstens BMX-Welt. Was ist das? Kamera? Irgendwo müsste aber ein Code draufstehen, wo die Jahreszahl ist doch rausgefallen. Wo die Jahreszahl, also wo man die Jahreszahl erkennen könnte. Ja, die Jahreszahl ist so ein bisschen zweitrangig. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Ich hab's nicht angefasst. Nee, das war meine Schuld. Das ist nicht komisch. Wo wir die Krallen haben, das hat man gut gemacht. Aber jetzt sind nur noch 5er, Matze. Das war's, also ein kleiner Einblick und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, meine könnt ihr ja, Thorsten freut sich, wenn er da ein paar Kommentare unter dem Video liest oder so, dass euch das gefallen hat, also Daumen nach oben, mehr für das Video, das ist sein Hobby, das ist sein Leben, früher war er selber Profi und ist Rennen gefahren, hat 2-3 Pokale auch gewonnen, also der weiß schon, wovon er redet.